10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Als Jesus endlich auf dem Berg Golgotha ankommt, nehmen ihm die Soldaten seine Kleider ab und teilen die Kleider unter sich auf. Sie geben ihm mit Galle vermischten Wein, den Jesus aber nicht trinkt. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. Mit ihm werden auch zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze stehen zu beiden Seiten Jesu. Die Soldaten und die Menschenmenge verhöhnen und beschimpfen Jesus. Doch Jesus Christus betet für sie und bittet Gott um Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Als Jesus am Kreuz hängt, reicht einer der Soldaten ihm einen mit Essigwasser getränkten Schwamm.
Mit einem lauten Schrei stirbt Jesus und haucht seinen Geist aus. Da reißt der Vorhang im Tempel in der Mitte entzwei und die Erde bebt. Der Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachen, erschrecken und sagen: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.